auch nochmal ein ganz anderes. Da werde ich nochmal später darauf so zu kommen. Aber ich glaube dann nur für den Maker, für den wir uns entscheiden werden. Vielleicht wird es auch im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass ich entscheide, welchen wir benutzen werden. Denn irgendwie haben mir sehr viele Leute vorgeschlagen, dass ich das wieder machen sollte. Denn, naja, gut. So, dass ich das so folgendermaßen aus im Epic Maker 2000 irgendwas importieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf seinen Arsch aufklicken, werden alle diese Farben, ja, man sieht, es blinkt als hin als transparent gewählt und die blinken dann. Boah, bei anderen Epic Makern sieht das dann auch mal anders aus teilweise. Von daher, wir importieren das mal eben. Dann probieren wir das eben aus, ob das funktioniert hat. Bla. Die Hintergrundmusik lasse ich mir eben aus, sowie außerdem vom Spiel selber. Dann machen wir mal eben eine, die kurz hier aus. Denn ich habe nämlich keine Lust, dass mir das Spiel in die Ohren fetzt. Jawohl, kennst du? Ich mache es dann gleich, glaube ich, einfach. Ja, Minister eine jetzt einfach mal Castle 1. Bei Terracek. So. Und ja, dann muss man einfach mal so ein, einfach so eine Insel, so eine wirklich plötzliche Insel. So. Und darauf komme ich auch noch später zu sprechen. Dann werden wir eben das Spiel halt starten. Autsch. Werden das Ganze ein bisschen leiser machen. Falsch. Ja. Total fail, ich weiß. So, jetzt aber. Jetzt habe ich mich total verklickt hier. Ich habe auch so eine Aufnahme läuft geil gemacht, das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, Leute. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist, ich weiß, das ist total unprofessionell und so. Aber ich bin sowieso nicht professionell. Was habe ich da eigentlich? Kommt auch die Maus hier manchmal, ne? Die will manchmal ein paar Millimeter nicht nach oben. So ein Scheiß. Na gut, so. Irgendwie auf Start. Was? Ach so. Ja, wir haben ganz wichtiges vergessen. Ja, so, die Startposition der Party haben wir vergessen. Und wir haben auch vergessen, den Typen zu platzieren. Vor lauter Eifer. So, dann lassen wir mal ein bisschen umherlaufen. Was passiert, wenn ich Misstepping? Ah, das scheint wirklich alles nur Posen zu sein. Dann ist das vielleicht nicht ganz gut zum Zeigen. Cassette, Delete. Autsch, das muss ich auch mal ein bisschen leiser machen, die System-Sounds. Auf 10. So, dann werden wir mal irgendwas anderes importieren, was... Ja, Afrikaner sind immer gut, oder, egal. Einfach irgendein random Kassett jetzt importiert. So, und die werden jetzt einfach mal herlaufen, random. Und sich mal demonstrieren kann, dass es auch wirklich funktioniert. Ja, sieht man ja. Und irgendwie hat der Typ links eine weiße Hand, warum auch immer. Ja gut, dann kann ich ja gleich auch mal die Grafik und so weiter zeigen. Ja, sieht man die Grafik von dem Übergemerkt 2000. Sehr, wie das Super Nintendo. Wie gesagt, 256 Farben. Auflösung von, das ist jetzt hier glaube ich 640x480 dürfte es sein. Einfach aus dem Grunde, weil ich habe 1280x100 das Auflösung eingestellt, damit ich das besser aufnehmen kann. Ja. So, ich kann doch gleich mal das Menü eigentlich mal klären. Das ist das Standardmenü vom Übergemerkt 2000. Rechts sind die Charaktere aufgelistet mit Namen, links oben, also eher links Mitte, oben Mitte, rechts oben die Klasse des Helden oder der Beruf oder wie man es immer nennen will, ganz links davon ist das Facet, unter den Namen findet sich der Level, da rechts davon ist übrigens der Status-Effekt, unter dem er momentan leidet, rechts daneben die HP, darunter die Erfahrungspunkte und rechts daneben die MP. Ganz einfach. So, dann haben wir verschiedene Menüpunkte. Die können wir übrigens nicht erweitern. Das geht aber in anderen Begriffen ganz später. Ja, Items. Werden alle unsere Items aufgelistet? Da haben wir natürlich keine. Tags gelistet sind die Fähigkeiten. Das kann man übrigens natürlich alles
mit einem Deutschen und so weiter und so fort. Teilweise kam es aber auch nicht an Deutschen. Vielleicht gehe ich irgendwann später nochmal drauf. So, ja, die Ausrüstung auch nochmal für die ganzen Charaktere kann man nochmal ändern. Es gibt 4 Slots. Waffen, Schilde, Rüstungen, Helme und Accessoires. Und dann kann man natürlich auch umbenennen, wie man lustig ist. Die sind aber, also die 4 Stück hier sind fast alle in der Funktionsweise gleich. Und das sind halt Waffen, die sind halt, machen halt Schaden und so weiter. Hier kann man speichern, wir wollen das Spiel beenden, hat nochmal gefragt. Und links sind die Goldmünzen. Ja, das ist halt jetzt ein NPC, der dumm rumläuft und der irgendwie total scheiße gepixelt ist. Weil wenn er nach oben läuft, haben wir gesehen, hat er irgendwie eine durchsichtige Haarfarbe. Naja gut, dann löschen wir mal eben. Wo ist stehen geblieben? Genau, hier war ich stehen geblieben. Oh, das hier ist übrigens der Musiktest, dafür muss ich den Game an sich mal wieder leiser machen. Weil sonst rauscht er mir das hier um die Ohren müssen gehen, MR. Also mal gucken, von hier aus geht das gut. Fade in Time, deswegen. Ja. Das sind halt die verschiedenen Musiken. Das sind übrigens alles Musiken. Also alles. Ja. Musiken ist das die richtige Mehrzahl? Egal. Das sind alles Musik, die im RTB, den Runtime Package. Das ist übrigens das Ding, was ihr braucht, um den EPG Maker, egal welche Version, jeder hat sein eigenes RTB. Zu starten. Das heißt also, der EPG Maker 2000 hat das von 2000, der von 2003 hat das von 2003 und so weiter und so fort. Besonderheit beim 2000er ist nochmal, es gibt außerdem nochmal ein Add-on für dieses RTB. Das habe ich übrigens installiert. Die meisten Leute mögen das nicht, aber ich habe so Spiele installiert, die das vielleicht nochmal brauchen. Man weiß ja nie. Und ja, das ist übrigens das RTB von Don Miguel, denn wenn man vielleicht mal jetzt unter Snow geht. Na, wer hat das Lied erkannt? Wahrscheinlich nicht sehr viele. Oder Shop, welche war das? Nee. 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 Genau. Ja, Harmon Rescue of a Little Dog von Mother 1 und Mother 2 und Mother 3, der ganze Mother 3. Genau wie Snow Winters aus Mother 2 ist. Und genau wie, wo ist es, Mystery 4, die Melodie von Akte X ist. Denn hier ist teilweise sehr viel aus berühmten oder mehr oder weniger berühmten Spielen gemixt und das RTB von Japan, ich weiß nicht, woraus das eigentlich besteht. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, ich habe nur das Englische. So, ja genau, hier war es ja stehen geblieben. Das ist sozusagen der Soundtest vom EPG Maker 2000. Hier kann man ein Testspiel starten. Ich werde es nochmal kurz zeigen, was überhaupt an dem Testspiel so Besonderes ist. Es ist daher nicht anders eigentlich wie ein normales Spiel. Aber das normale Spielen können wir nicht über Wasser laufen. Wir haben außerdem nicht ein bestimmtes Menü. Wenn ich jetzt aber bei STRG drücke, kann ich auf einmal über Wasser laufen. Nebeneffekt des Ganzen ist übrigens auch, dass die Monster ausgeschaltet werden. Zudem, wenn man F9 drückt, wird den Game Taser dieser Scheiß der Aufnahme passiert. Ja, Hallöchen, so, da bin ich wieder, besser gesagt, ich habe mal eine kurze Pause eingelegt, habe ein Zeug geguckt, habe irgendwie kaum noch zu trinken da, weil ich irgendwie schon mir viel zu viel gesoffen habe, ja, jedenfalls, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir waren beim Spieletest stehen geblieben und bei den, Dingens, bei den, achso, da kommen wir jetzt beim Menü und so, genau. Und nun spucke ich hier rum. Ja. Naja,
Egal. Also, wir waren jetzt hier stehen geblieben und jetzt geht es irgendwie so mit den beiden Schaltflächen hier weiter. Das eine ist übrigens, dass wir das Spiel im Vollbild.